Wahlkampf 2011, die Grünen. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin moderierende Magier und Sie schauen websitemarketing.ch. Wie schon vor 4 Jahren habe ich auch in dem Jahr wieder die Websites der Parteien, die sich für den Wahlkampf rüsten, National- und Ständeratswahlen im Oktober 23. analysiert, angeschaut. Und das sind meine Kriterien. Haben Sie einen separaten Wahlkampfauftritt, das heißt fokussieren Sie, sind die Landessprachen vertreten, Aktualität und Interaktionsmöglichkeiten, ganz klar sind Kandidaten auf der Seite zu finden, die Themen, ist die SEO-technisch gut aufgebaut, Social-Media-Integration, Videomaterial da und die Navigation. In einem ersten Schritt geht es also um die Grünen jetzt. Wir schauen uns die Seite gleich an und gehen die diversen Punkte durch. Punkt 1, ja, es gibt eine grünewahlen.ch-Seite, das ist sicherlich mal gut gelöst. Dann mit den Sprachen, eine der wenigen, die alle drei Landessprachen anbietet, Deutsch, Französisch und Italienisch. Aktuell ist die Seite in dem Sinn, dass sie hier zum Beispiel die Tweets anzeigt. Das ist sicherlich was, das neu dazukommt. Hier gibt es aktuelle Themen. Also ich finde hier auf der Seite immer was, das sich bewegt, irgendwo das, was läuft. Dann zum Mitmachen bzw. Interaktionsmöglichkeiten habe ich hier unten was Einfaches. Ansonsten spielt sich das mehrheitlich auf den Social Network Plattformen ab. Dann die Kandidaten, ganz wichtig. Die muss ich hier ein bisschen suchen. Wählen hier oben, dann komme ich hier drauf und dann muss ich hier den Menüpunkt finden, kandidierenden Wahlen 2011 und kriege sie dann, gehe dann auf den Kanton Aargau und komme dann hier jetzt, und das ist ein bisschen ungünstig gelöst, wieder auf eine neue Website. Ich bin also eigentlich weg von der Wahlkampfseite der Grünen. Gehe jetzt wieder zurück, da wieder auf Home. Dann die Themen, die sind hier in diesem Slider hier vertreten, das finde ich gut gelöst. Ist die Seite SEO-technisch gut aufgebaut? Da muss ich jetzt mal auf eine Unterseite schauen gehen, mache da mal einen Doppelklick drauf und schaue mir das Element an. Ist H1 der Titel, das ist sicherlich nicht schlecht. Wenn ich auf die Startseite gehe, habe ich hier im Titel echt grün, echt stark Home. Da fehlen mir jetzt beispielsweise die Schlagworte, die Keywords, die für den Wahlkampf entscheidend sind. Sonst aber eigentlich okay gemacht. Dann die Social Media Integration, immer was Interessantes anzuschauen. Vielleicht zuerst die Fanseite auf Facebook, 1136 Fans, das ist einigermaßen okay. Man hat hier ein Banner gewählt, auch hier dieses Headerbild wurde einigermaßen abgestimmt. Das passt. Auch sind die Beiträge, die hier drauf sind, aktuell. Dann der Twitter-Account, Hintergrundbild gemacht, ist okay. Eine kleine Beschreibung, 325 Tweets, das ist noch nicht viel. Darum hat man auch nicht noch nicht viele Followers oder Followings. Das Verhältnis hier ist gut, aber es sind natürlich viel zu wenige. Da habe ich keine Reichweite, das ist sicherlich schwach. Dann aber der YouTube-Channel mit einem imposanten Video, den man hier gedreht hat, Swiss 2080. Ich denke, 2080 sieht es bei uns noch ein bisschen anders aus, aber schauen Sie sich ihn mal an. Ist ganz lustig gemacht. Und wenn ich hier auf die Startseite gehe, auf die Channel-Seite, dann sehe ich die Aufrufe, 14.000 Aufrufe. Das ist okay, das ist nicht viel, aber das ist immerhin besser als gar nichts. Also man ist in den Social Networks vertreten. Ich gehe hier zurück, schaue mir das Videomaterial an, das hatten wir hier, Filme, dieser Film hier eben über die Schweiz im Jahre 2080, immerhin 6000 Aufrufe, das ist okay. Und nochmals zurück, die Navigation, die ist hier auch klar ersichtlich, beziehungsweise eben ein bisschen klein geschrieben, was dann wirklich relevant ist. Also, die Seite nicht schlecht aufgebaut, designmäßig kommt sie ganz okay daher, ein bisschen sehr grün, logischerweise muss sie auch sein. Drum meine Note eher in der Gegend der SVP und SP. Ich würde hier die Note 4,75 geben. Das also mein Urteil. Ihr würdet mich wie immer hier interessieren in den Kommentaren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der Jene Magie und Sie haben Website marketing.co geschaut.